Herzlich willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungspodcast. Heute habe ich natürlich wieder einen super Gast und einen super Menschen, den was ich schon letztes Jahr im Interview gehabt habe, die Platte Lorenz. Ja, stell dir mal vor, was magst du denn? Können Sie meine Zuhörer überhaupt noch erinnern, die? Moin, moin, hier Platti. Und ja, ich bin disruptive Mindset-Trainerin und ich weiß gar nicht, in welchem Rahmen ich mich beim letzten Mal vorgestellt habe, weil es hat sich tatsächlich einiges getan seitdem. Und genau, so Hinweis vielleicht auch noch, ich bin Schriftstellerin, also ich war die mit den bunten Büchern, mit den Fantasy-Romanen. Ich habe nämlich auch den Stichblatt-Verlag gegründet in Deutschland. Und ja, also ich helfe außergewöhnlichen Frauen dabei, ihre wahre Superheldin in sich zu entdecken. So, das ist so der Grundtenor, in dem ich mich bewege. Genau. Ja, wunderschön gesagt. Ich meine, wie hast du dann dein Jahr 2021 eigentlich so erlebt? Was waren für dich die Höhen und Tiefen und was hast du eigentlich mitgenommen für dieses heurige Jahr? Also ich bin ein Mensch, ich denke nicht wirklich in Tiefen. Das ist deswegen, also wenn du mich nach Herausforderungen fragst, ich sehe da immer nicht so wirklich viel, weil ich da sehr pragmatisch immer rangehe, weil wenn Herausforderungen kommen, ich löse sie immer sehr, sehr gerne und gehe da eigentlich meistens irgendwie ziemlich unbekümmert mit unbekümmerten Probieren eben heran. Aber was ich viel für das Jahr eben auch für mich mitgenommen habe, ist nochmal wirklich alles zu rebooten, auch immer so hinterfragen, okay, was genau weiß ich eigentlich, wie genau baue ich mein Business auf, wie genau baue ich mein Unternehmen auf, wie weit darf ich Social Media nutzen, was ich zum Beispiel Anfang des Jahres gemacht habe, Anfang 21. Es war, dass ich alle meine Instagram-Kanäle gelöscht habe und meinen YouTube-Kanal und das, obwohl ich bis dato 9-mal in der Woche live gewesen bin auf Instagram für meinen Verlag und für mein Mentoring-Programm und einfach schlicht und ergreifend, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie stimmt das noch nicht, die Positionierung ist noch nicht so, wie ich es haben möchte. Und ja, eben gerade so diese Back to the Roots, also zurück zum Anfang, zurück zum Neustart und nochmal wirklich alles überprüfen und schauen, okay, wo sind die blinden Flecken, wo habe ich noch nicht nachgeschaut und wo soll die Reise eigentlich hingehen? Und gerade so dieses Thema Ziele setzen, Ziele für mich entwickeln, das durfte ich nochmal für mich neu aufarbeiten, neu verstehen lernen. Und im Zuge dessen ist dann halt jetzt eben auch so, das Mindset-Mentoring entstanden, wie ich es eben heute auch mache. Genau. Also ich glaube, wir haben alle zwei, glaube ich, ein bisschen was mitgenommen vom Jahr 2021, weil ich weiß ganz genau, dass das schwierig ist, das Thema Social Media. Und das Wichtigste ist einfach für dich, glaube ich, dass du eine Botschaft rausbringst, auch mit dem Mindset-Thema sozusagen. Und was wünschst du dir selber im Jahr 2022, was besser wirst oder wo du persönlich wachsen kannst? Oder was wünschst du für deine Klienten und Kunden? Also grundsätzlich, dass wir alle Spaß an dem haben, was wir tun. Es ist so ein Thema, das zieht sich bei mir überall durch und ich merke auch, wie ich da Stück für Stück immer penetranter werde, wenn ich merke, dass die Leute keinen Spaß bei dem haben, was sie tun, dann werde ich manchmal auch extrem nervtötend und bringe die Leute dazu, bringe insbesondere meine Klientinnen dazu, aus sich sozusagen, das klingt so plakativ, so aus sich herauszukommen, sondern wirklich so diesen ganzen Mist von wegen, ich habe Stress, ich habe To-Do-Listen, ich habe dies und diese jene Pflichten zu erfüllen und bla und blubs, diesen ganzen Mindfuck endlich loszulassen und einfach so zu sagen, okay, ich ziehe das Ding jetzt so durch, wie ich es machen will und so, wie es mir Spaß macht und ich orientiere mich an dem, was es mir Spaß macht und dann auch noch parallel zu gucken, okay, was macht mir Spaß und was ist die Challenge, die ich angehen kann, also wo ist die Angst, wie kann ich die durch diese Angst durchgehen, auch wenn sich im ersten Moment vielleicht nicht so lustig anfühlt und dann daran eben auch so wachsen. Und das ist auch so dieser Prozess. Ich weiß, es klingt jetzt ziemlich schwammig, aber das ist auch so das, wie es mir gerade letztendlich auch so geht. Es ist viel Experimentieren, viel Probieren und insbesondere viel Spaß an dem haben, was ich tue. Und das auch zu genießen, gerade diesen Weg zu genießen und es auch zu feiern, so die Fortschritte zu feiern. Und das beginnt im Kleinen bis dann nachher zu dem Großen. Ja, das klingt schon mal sehr wunderbar. Also vermute ich deine sehr ambitionierte Ziele. Und ich habe mit das Interview, das kurze Interview gemacht, weil wir ja gemeinsam ein langes Interview gemacht haben und das was demnächst auf der Platte und auf meinen Kanal kommt. Und bleibt dran, abonnieren natürlich nicht vergessen und somit wünschen wir euch ein schönes Jahr und einen schönen Tag. Auf jeden Fall.